Nina, ist es wahr, dass Sie sich mal an der Handtasche Ihrer Mutter vergriffen haben, um Geld herauszunehmen? Um was damit zu tun? Und die Manteltasche. Das war voll mit Ostmark, eine Deutschmark, 50 Pfennigstücke, 10 Pfennigstücke und so weiter. Und sie hatte so viel davon. Und das habe ich dann gesammelt. Und ich habe jeden Tag nach der Schule ganz viele Kinder, alle, die wollten, eingeladen zum Eis essen. Ja. Weil sie haben man ihre gönnt Mutter sich ja sonst nichts. Sie haben Thema ihre Mutter beklaut. Krug. Man gönnt sich ja sonst nichts im Osten. Und ich wollte immer so gerne Eisdielenbesitzerin werden. Aber selbst sowas darf man im Sozialismus auch nicht werden. Und dann irgendwann habe ich natürlich meine Mutter ins Theater begleitet und habe dort gelernt, wie man singen kann. Und ja, dann bin ich Sängerin geworden. Sie haben ihre Mutter beklaut? Ja. Ich habe übrigens als Kind... Aber das ist ja for Charity gewesen. Ich habe ja alle Kinder, ich habe alle Kinder zum Eisessen eingeladen. Meine Mutter hatte so viel davon. Ja. Sie hatte sehr viel davon. Ja. Wir nennen das Projekt Ice Aid. Sie haben als Kind? Ich habe als Kind gesungen, aber nur für Westgeld und immer nur unterm Tisch. Das habe ich aber mit 3 oder 4 Jahren dann aufgehört. Sie haben als Kind gesungen? Nur für Westgeld. Weil ich bin ja im Osten, die ersten 10 Intershop. Jahre. Er wollte einen Intershop. Ja. Den gab es damals noch gar nicht. Oh. Spannend. Ja. Nur für Westgeld, weil Ihnen klar war, das bringt mehr? Ja klar, ich konnte ja noch über die Grenze gehen, das war ja vor der Mauer. Ich konnte ja als 4-Jähriger, 5-Jähriger über die Grenze gehen und konnte mir Westkaugummis kaufen. Weil Sie sind als 4-Jähriger allein von Ost nach West? Ja klar, ich wurde sogar als Schmuggler missbraucht. Was haben Sie denn geschmuggelt? Für meinen Vater den Sportkurier. Den gab es ja nur im Westen zu kaufen. Und wir wohnten ja nicht weit von der Grenze, die damals ja noch offen war. Wurde erst 61 die Mauer gebaut. Und dann bin ich da mit meinem Dreiradroller rüber, hab die Zeitung, weil da vorne stand ja die Grenze, hab die unterm Pullover gesteckt und unterm Hemd. Bin zurückgefahren. Ja, bei Erwachsenen bestand ja die Gefahr, dass sie kontrolliert werden. Und dann nahm man ihnen die Westzeitung weg. Und dann bin ich wieder zurückgefahren und dann hat er auf seinen Sportkurier gewartet und dann war es gut. Peter Zwegert, der Schmuggler mit 4 Jahren. Nina, wir haben am Anfang des Gesprächs mit Peter Zwegert darüber gesprochen, welche Rolle Sex, Drugs und Rock'n'Roll im Leben eines Schuldenberaters spielt. Ein bisschen was haben wir erfahren. Was spielt bei Ihnen keine Rolle mehr? Also bei mir spielt alles eine Rolle, was mit dem Leben zu tun hat. Was für eine blöde Frage. Wer hat sich die denn ausgedacht? Ich. War wahrscheinlich der Redakteur. Sie haben... Oh, die einführende Frage. Nee, das ist alles ganz lebendig. Woohoo. Ich frage deshalb, weil Sie vor nicht allzu langer Zeit verkündet haben, ich lebe jetzt wie eine Nonne, ich lebe zölibatär. Das habe ich nicht verkündet, das wurde ich nett und höflich gefragt. Ob Sie zölibatär leben? Und dann habe ich nett und höflich geantwortet, dass ich seit vielen, 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 vielen Jahren alleine lebe. Aber freuen Sie sich, dass Sie am Leben sind? Ich freue mich total, dass ich am Leben bin. Ich bin happy. Das hat ja nichts damit zu tun, also, dass ich etwas vermisse, weil ich in keiner Beziehung mit einem anderen Menschen lebe. Aber Moment. Also aus der Beziehung. Not heraus sozusagen zölibatär zu leben, ist die eine Sache. Aber freiwillig zölibatär zu leben, ist eine ganz andere. Hm. Wie ist es denn nun? Bei mir ist alles im Leben freiwillig passiert. Also Sie leben zölibatär? Ja, hello. Seid ihr schwerhörig? Ja. Warum? Weil es so ist in meinem Leben. Bin ich nun mal. Sie haben das auch begründet. Sie haben gesagt, ich habe Jesus für mich entdeckt. Na, Jesus habe ich schon mein ganzes Leben für mich entdeckt. Was ist das für eine Beziehung zwischen Ihnen und Jesus? Ich dachte nur, mein ganzes Leben, das Christentum sei von irgendwelchen kontrollfriedigen Faschisten unterwandert. Was ist das für eine Beziehung? Wenn man sich so einige Christen anguckt, die... die für den Krieg sind und so weiter. Aber was ist das für eine Beziehung zwischen Ihnen und Jesus? Das ist eine sehr persönliche Beziehung. Mhm. Und eine Beziehung, die ich seit meiner Jugend habe, sogar schon seit meiner Kindheit. Mhm. Weil ich hatte viele Tanten, Freunde von meiner Mutter, die mit mir gebetet hatten als kleines Kind. Weil ich war oft woanders, auch im Kinderheim. Und alleine, ohne Mama, ohne Papa. Und hatte abends Angst einzuschlafen, wenn es dunkel wurde. Boah.
Und dann haben diese Tanten mit mir gebetet und mir über den lieben Gott erzählt. Die Bibel, mir Sachen aus der Bibel vorgelesen. Und ich wurde immer neugieriger. Und ich hatte ganz große Sehnsucht, ja, den lieben Gott besser kennenzulernen und alles über ihn zu erfahren. Sie haben ihn unter anderem dann auch getroffen, schon seit meiner Geburt. Auf einem LSD-Trip. Ich habe im Alter von 17 Jahren einen LSD-Trip geschmissen, ja. Und bin auf diesem LSD-Trip in der Hölle gelandet. Also ich dachte, ich werde dort für immer stuck sein, für immer gefangen sein. Ich hatte völlig vergessen, warum ich in dieser Situation war. Ich wollte nämlich Gott finden. Deswegen habe ich es mir zugemutet, diesen LSD-Trip runterzuschlucken. Und es war eine sehr, sehr aufregende Nacht. Es war die wichtigste Nacht meines ganzen Lebens. Warum? Weil ich in dieser Nacht ein Nahtoderlebnis hatte. Und ich war nicht mehr identisch mit meinem irdischen Körper. Und ich habe Jesus Christus nicht nur gehört, er hat mir nicht nur auf meinen Hilferuf geantwortet, sondern ich habe ihn sogar gesehen, von Gesicht zu Gesicht. Ich habe ihm gegenüber gesessen und habe mit Jesus gequatscht die ganze Nacht. Und Jesus hat auf Deutsch gesprochen, by the way. Jesus kann viele Sprachen. Der liebe Gott kann sowas. Also dann lasst uns doch mal darüber reden. Immer wenn ich in diesen 80er Jahren und so weiter auf Tour war in Amerika, habe ich immer gesagt, der liebe Gott ist mein Manager. Die haben alle das als Witz abgetan, aber ich habe das ganz ernst gemeint. Wie gut ist denn der liebe Gott als Manager? Ja, wunderbar. Ja? Er ist ein wunderbarer Manager. Ich darf Konzerte geben. Ich darf als Musikerin arbeiten in meinem Leben, schon mein ganzes Leben. Das heißt, Sie führen wirklich innere Zwiesprache mit einem, wie auch immer, gearteten göttlichen Wesen, ja? Hello. Mein Schöpfer, natürlich quatsche ich mit meinem Schöpfer, selbstverständlich, mit unserem Schöpfer. Was ist, ja nicht nur mich alleine, was ist das für ein Gott, an den Sie glauben, Nina Hagen? Der liebe Gott, der einzige, aber ist das der liebe Gott, der uns alle geschaffen hat. Hello, somebody home. Der liebe Gott. Ist das ein guter Gott oder ist das ja, ein... Natürlich ist der liebe ist Gott ein guter Gott. Ist das ein gerechter Gott? Ja, der ist sehr gut, der ist so gut, der ist der Beste. Das ist ja, ist halt unser Schöpfer. Und wir sind in einer ziemlich dualistischen Welt hier unten, wo es Gut und Böse gibt. Es gibt sehr, 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 sehr Böses. Wahnsinnig Böses. Und das Böse ist sogar so böse, dass es sogar versucht, das Gute zu unterwandern. Aber es wird es nicht schaffen, wird es niemals schaffen. Gott ist halt etwas, was jeder Mensch, jedes Wesen immer dann trifft, wenn dieses Wesen körperlich stirbt und ins Jenseits rüber macht. Okay, und dann im Jenseits geht's weiter. Wir versuchen zu folgen. Sie sagen, Sie haben diese Beziehung, Sie haben diese Beziehung zu Gott. Sie haben im Augenblick keine Beziehung zu einem Mann. Warum nicht? Doch, ich habe viele Beziehungen zu Männern, zum Beispiel zu meinem Pastor, zu meinem Freund Mabel, zu meinem Sohn, der ist ja auch ein Mann, er heißt Otis. Und zu vielen, vielen, vielen Männern habe ich wunderbar freundschaftliche Beziehungen. Aber ich bin in keiner Ehe gelandet, ich bin nicht verheiratet, ich bin ein paar Mal geschieden, ich habe das ja alles ausprobiert. Mhm. Warum hat das nicht funktioniert? Weil hier auf dieser Welt sich alle immer in den Arsch treten, sich verraten, verkaufen und verraten. Die Liebe hier unten ist ein bisschen ungöttlich so, aber nur oft ist die Liebe gar keine Liebe. Oft ist die Liebe nur eine Lüge und gar keine Liebe. Sie haben mal gesagt, leider, Ihr Stiefvater, Gottes, der Liedermacher Wolf Biermann, hat Sie sehr geprägt. Warum? Ja, weil er halt ein wunderbarer Revolutionär und Künstler ist und war. Ein Freiheitssehnsüchtiger, genau wie ich. Wir hatten alle große Sehnsucht nach der Freiheit. Und halt ein genialer Liedermacher, genialer Musiker, genialer Sänger. Und von dem habe ich ganz viel gelernt, abgeguckt, Gitarre spielen, wie man Songs aus dem Englischen gut ins Deutsche rüberbringt und so. Und Ihr leiblicher Vater, von dem sagen Sie, das war jemand, der mir emotional unglaublich wichtig war. Ja, beschreiben mein Papi. Ihr Papi, genau. Oh. So reden Sie von Ihrer Mami nicht.
Meine Mami, weil meine Mami ein bisschen frecher war als mein Papi. Meine Mami war auch so frech zu ihrer Mami und zu ihrer Schwester. Meine Mami ist halt so eine Frau, die ist ein bisschen frech. So. Ihre Mutter hat viel gearbeitet. Ihr Vater hat sich im Wesentlichen um sie gekümmert, als sie ein kleines Kind waren. Ja. Mein Papa hat mich gewindelt und gefüttert. Meine Mama war in der Schauspielschule und hat ihre ersten Erfolge gefeiert als junge Schauspielerin. Und mein Papa war ein genialer Drehbuchautor und der war ein riesiger Humorist. Mein Papa war ein Clown. Ich könnte jetzt anfangen zu singen. Oh, mein Papa, aber das lasse ich jetzt sagen. War eine wunderschöne Clown. Der war toll. Bei dem habe ich das neue Deutschland zerrissen jeden Tag. Hat Ihnen Ihre Mutter gefehlt? Kinder brauchen doch Ihre Mutter. Ja, meine Mutter fehlt mir immer noch. Deswegen singe ich ja auch diesen tollen Blues. Sometimes I feel like a motherless child. Mir fehlt meine Mutter immer noch. Ja. Warum ist es so schwer, diese Beziehung... Ich liebe meine Mutter. Ja, warum ist es so schwer, diese Beziehung zur Mutter herzustellen? Sie können noch jetzt sich um diese bessere Beziehung kümmern. Ich versuche sie jetzt ein bisschen zu bestechen. Bei ihrem nächsten Geburtstagsfeier kaufe ich ihr ein schönes, sehr gesundes Geschenk. Mal gucken, ob sie mich dann wieder öfters beglückt mit ihrer Gegenwart, mich besuchen kommt. Wie sind Sie denn umgekehrt als Mutter für Ihre Kinder? Wie sind Sie denn umgekehrt als Mutter für Ihre Kinder? Machen Sie es deswegen genau andersrum und versuchen, möglichst präsent zu sein, möglichst da zu sein? Ja, also ich habe ja eine andere Beziehung mit meinen beiden Kindern, als meine Mutter mit mir hatte, weil wir, meine Mutter und ich, wo ich Teenager war und in die Pubertät kam, da hatten wir große Schwierigkeiten miteinander. Ach, ganz dramatische Sachen sind da passiert, auch in meiner Kindheit. Ich musste zugucken, wie meine Mama fast gestorben ist, weil sie Selbstmord begangen hat, aber sie ist gerettet worden. Und später habe ich das auch gemacht in meiner jungen Jahren. Ich wollte auch nicht mehr hier sein, auf diesem durchgeknallten Planeten. Warum wollten Sie sich das Leben nehmen? Und verkauft wird. Und, warum wollten Sie sich das Leben nehmen? Ja, auch wegen, weil die Liebe einen so in den Arsch tritt ständig. Nicht nur die sexuelle oder die körperliche Liebe, auch die Liebe zwischen Freunden wird verraten. Du denkst, du kannst einer Person vertrauen und das wird dann auch total... geht in die Luft ab. Und der Einzige, der hier treu ist, ja, und nennen Sie mich nicht gute Frau, weil ich bin keine gute Frau, kennt ihr den Satz? Der Einzige, der hier treu ist, das ist unser Jesus Christus. Halleluja. Amen. Ja. Na, alles Gute für die neue CD vor allen Dingen, Personal Jesus. Ja, schöne Gospel-Songs, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt hören